Hallo, hallo, hier bin ich. Ich bin gesund, reich und schön. Ich fühle mich geliebt und perfekt. Mein Name ist Patricia Dender. Ich bin Divine Creation Coach und Master of Divine Healing. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dass du dein Leben von innen heraus kreierst und dass alles, was du im Außen siehst, zuerst in deinem Innen entstanden ist. Ja, du kannst alles sein, haben und erleben, was du willst und du bist frei und du hast immer die Wahl. Ja, ich bin hier mit meiner Co-Coachin Sea und ich möchte dir sagen, erklären, bewusst machen, wie du unbewusst andere Menschen abstößt. Wir haben das alle schon erlebt, das ist nichts, was schön ist. Wenn wir merken, dass sich Menschen zurückziehen oder wenn wir gar geghostet werden. Ja, wenn Ghosting heißt ja so, ja, du bist Luft für jemanden anderen. Und das bedeutet natürlich für einen wieder selber, oh mein Gott, irgendwas ist an mir falsch, ich habe was falsch gemacht, ich habe einen Fehler gemacht, sonst würde ich ja nicht die Menschen abstoßen. Und es sind halt auch wieder so ein paar falsche Überzeugungen, mit denen wir uns durchs Leben mühen und bemühen. Und hier geht es nicht darum, dass an uns irgendetwas falsch ist, sondern es geht darum, dass an unserer Annahme, an unserem Selbstbild, an dem, was wir glauben, wer, wie oder was wir sind, dass da etwas nicht in Wahrheit ist. Denn in Wahrheit, wie ich das eben in meinem Trailer in meiner Einführung gesagt hat, sind wir alle perfekt und gesund und wunderschön, geliebt und angenommen. Und wenn sich das im Außen nicht zeigt, dann liegt es daran, dass in unserem Inneren falsche Überzeugungen über uns oder über unsere Reflexionen, also über alle Menschen, die uns begegnen in unserem Leben, herrschen. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Du wirst von jemandem geghostet, jemand möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Dann liegt es daran, dass du eine Überzeugung in dir trägst, dass diese andere Person nichts mehr mit dir zu tun haben will, dass du nicht gut genug bist, dass du einen Fehler gemacht hast, dass du einen unwiderruflichen Fehler gemacht hast. Aber letztendlich ist da doch wieder alles bei dir. Weil das, was du denkst, was du glaubst, wovon du überzeugt bist, was du annimmst, wird sich im Außen zeigen. Und warum haben so viele Menschen Angst, verlassen zu werden? Warum haben so viele Menschen eben genau das, die Angst, dass irgendjemand, schlimmstenfalls ein Partner oder jemanden, in dem man sich frisch verliebt hat, plötzlich nichts mehr mit einem zu tun haben will? Weil ich davon ausgehe, dass mir das passieren kann, weil ich davon ausgehe, dass es Menschen gibt, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe oder die keinen Kontakt mehr mit mir haben möchten. Und das kann ich verändern, das kannst du verändern, das kann jeder verändern. Es ist die innere Arbeit, das sind die innersten Ansichten, die zu verändern sind. Und da gibt es noch was so, so Wichtiges. Wenn du eben glaubst, dass im Außen noch irgendetwas außerhalb deiner eigenen Wahrnehmung mit einem eigenen Willen, insbesondere gegen dich, existiert, dann hast du noch nicht verstanden, wer du wirklich bist. Dann hast du noch nicht verstanden, dass außerhalb von dem, was du siehst, was du beobachtest, interpretierst, nichts in deiner eigenen Realität entstehen kann. Jede Person, nehmen wir mal dieses Beispiel dieser Person, die jetzt nichts mehr mit dir zu tun hat, die du abstößt, wo du das klar weißt, irgendwas an mir hat diese Person weggetrieben. Irgendetwas an mir hat dazu geführt, dass diese Person nichts mehr mit mir zu tun haben will. Und das ist das, was du denkst. Das, was du über dich denkst, das, was du über die Person denkst. Und zum Dritten, das, was du über die Beziehung zwischen dir und dieser Person denkst. Und wenn dieser Rückschluss deiner Gedanken bedeutet, irgendetwas ist nicht gut an dir, irgendetwas ist nicht gut
an der anderen Person oder irgendetwas ist nicht gut an der Beziehung, die ihr miteinander habt. Dann stößt das ab. Dann führt es dazu, dass du das wegkreierst von dir. Dann führt es dazu, dass diese Dinge für dich Dinge sind, die du nicht in deinem Leben haben willst. Und das passiert natürlich nicht bewusst. Auch irgendein Partner oder jemand, den du wirklich liebst, den stößt du nicht ab. Aber indem du anfängst, ihn zu kritisieren, dich zu kritisieren oder eure Beziehung zu kritisieren, das heißt kritisieren, damit meine ich, da so zu beurteilen, dass du es so nicht haben möchtest, dann wirst du das kreieren und erschaffen, was du eben nicht haben möchtest. Und dann ist es ganz, ganz klar, dass wenn für dich, das will ich nicht haben, das will ich nicht haben, das will ich nicht haben, aber die Person soll trotzdem da bleiben, die soll sich halt verändern. Das funktioniert energetisch überhaupt nicht. Das funktioniert nicht, wenn du weißt, dass du aus deinen Gedanken und Vorstellungen erschaffst und kreierst. Und wir machen oft so schöne Spielchen und so sagen, so Fishing for Compliments oder so Sachen, ja? Hahaha. Ja, ich bin ja nicht gut genug und so. Dann erwartest du aber, dass der andere zu dir sagt, ja doch, du bist voll super und so weiter und so fort. Nein, wenn du sagst, ich bin nicht gut genug, dann wirst du keinen erschaffen können, der dir widerspiegelt, dass du toll bist, dass du geliebt bist und dass du gut genug bist. Das klappt auf Dauer überhaupt nicht. Denn deine Annahmen, deine Wahrnehmung, deine Beurteilung kreiert. Und wenn du jemanden zum Beispiel im Außen beurteilst, der will nur mein Geld, der will nur Sex mit mir oder der will nur das oder der will nur das, dann hast du für dich eine Person erschaffen, die nur das wirklich möchte. Womöglich. Aber nachdem das so eine abstoßende Energie ist, weil du ja sagst, boah, dich will ich nicht, weil du willst ja nur mein Geld, dann hat er keine Chance von dir angenommen zu werden. Ja? Alles, was du dir vorstellst, stößt entweder das, was du möchtest, ab oder es zieht's an, genauso bei Kunden. Die denken vielleicht, ich bin nicht gut genug, die denken vielleicht, ich bin zu teuer, die Kunden, dann kreierst du dir diese Kunden so. Was du über die Menschheit, sei es Label Kunde, Freund, Beziehung, Freundin, was auch immer, du kreierst es. Und wenn du dir halt Kunden kreierst, die finden, dass du zu teuer bist, die finden, dass du nicht gut genug bist, die finden, dass deine Leistung nicht gut genug erbracht ist, was auch immer, dann bist du einfach jemand, der solche Kunden hat und dann wirst du im Außen das erleben. Und jetzt liegt es wirklich an dir, dir ein Außen zu kreieren, wie du es haben möchtest. Aber dazu musst du lernen, so zu denken. Und zwar gegen jegliches, was du bis jetzt gesehen hast im Außen. Du machst alles neu. Du reflektierst dich nicht mehr an dem, was du erlebt hast. Du reflektierst dich nicht mehr an deinen Geschichten. Du reflektierst dich nicht mehr an Geschichten anderer Menschen, sondern du reflektierst aus deinen Wünschen heraus. Du reflektierst dich nur aus deinen Wünschen. Du hast quasi schon einen Spiegel vor dir, in dem du deine Wunschpersönlichkeit in deinem Wunschleben bist. Und da schaust du hin. Du schaust nur in diesen Spiegel. Du schaust nicht darüber hinaus, was, sage ich jetzt mal, in der anderen Welt noch passiert, die einfach nur die Kreation deiner Vergangenheit ist. Und das darfst du machen. Und wenn du jemand bist, der nach wie vor irgendwo noch Probleme hat diesbezüglich und sagt, ja, aber irgendwie, ich komme nicht gut an und bla bla bla. Glaube mir, es liegt an dir und die große, große Großartigkeit ist, du kannst es einfach verändern. Du musst dir nur selbst die Erlaubnis geben, erkennen, wie das Spiel des Lebens läuft
und das Spiel des Lebens dann so zu spielen, dass du all deine Wünsche, Träume und Ziele gewinnst. Weil es ist alles da, es ist alles zur Verfügung. Du musst nur dieses energetische Spiel lernen zu spielen. Und das große Geheimnis ist, die Energie entsteht in deinem Kopf, in nichts anderem. Und da hast du einfach diese Regeln. Wenn du sie verinnerlichst, dann ist wie im Innen so im Außen, alles ist wunderbar, Paletti, so wie du dir das schon immer vorgestellt hast. Wenn du Hilfe brauchst, insbesondere für Frauen habe ich dieses Mastermind, ich bin die Frau, die alles hat. Und da wirst du auch begleitet 1:1 von einer Mentorin oder auch von mir. Mir persönlich gibt es noch einige wenige Plätze frei, wo ich dich 1:1 begleite. Oder du kannst auch nur einmal einen Booster bei mir buchen. Du kannst eine kleine Session oder 4-Stunden-Sessions bei den Mentorinnen buchen. Und glaube mir, es boostet dich. Glaube mir, es macht dich frei. Glaube mir, wenn du diesen Weg gehst und je mehr und mehr du deine innere Wahrheit erkennst, je mehr und mehr du deine innere Kraft und Power erkennst, desto mehr und mehr fühlst du dich frei und erlaubst dir endlich ein Leben zu kreieren, das du dir schon immer gewünscht hast. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ohne, dass du glaubst, du musst noch irgendetwas erfüllen, irgendetwas lernen, irgendetwas anders sein. Du kannst es jetzt machen, du kannst es jetzt entscheiden. Und wenn du Hilfe brauchst, wir sind hier. Schau auf meine Homepage mywellfeeling.com. Wenn du dieses Video auf YouTube anschaust, bitte gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und zwar mit dem ganzen Glockenzeichen. Dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich was Neues hochlade. Es ist mir wirklich ein Anliegen, hier auch in diesen Social Media Kanälen, die ich bediene, wirklich wertvollen Content zu geben, wo du dich selber auch immer wieder in die richtige Spur, in die Linie zu deinen Wünschen und Träumen begeben kannst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald.